bin auf alles vorbereitet. Das weiß ich, Kerl. Darum hat BD1 dir auch Cordovas Informationen anvertraut. Gut, dich hier zu haben. Danke, danke. Und willkommen zurück zum neuen Video. Wisst ihr etwas über die Schwestern der Nacht von Datumir? Ein bisschen. Viele Jedi wussten nicht mal von ihrer Existenz. Aber als Cordovas Schülerin hatte ich einen tieferen Einblick. Er hielt sie immer für interessant, wie die meisten alten Kulturen. Und was dachtet ihr? Ich war nie hier. Wollte es auch nie. Okay. Das war ungefähr zu der Zeit, als sich unsere Wege langsam zu trennen begannen. Die Dunkelheit hat immer Auswirkungen, so oder so. BD1? Pass auf Kerl auf. Schon okay, Grease. Alles wird gut. Ein Jedi ist hier. Alles sicher. Ich bin sicher. Wer da? Oh, Kerl. Können wir jetzt starten? Wollt mal nach dir sehen. Mir geht's prima. Prima. Sowas von bereit, den Planeten endlich zu verlassen. Ich hab die Geschichten gehört. Hexen, lebende Tote. Hattest du nicht was zu erledigen? Na dann mach endlich. Geh gleich los. Gut. Beeil dich. Ich werde hier warten, wo es sicher ist. Okay. Falls es so einen Ort überhaupt gibt. Brauchst du was, Grace? Ja, sicher. Ich bin so richtig in Stimmung für einen schmerzhaften Tod. Kannst du mir auf diesem Todesplaneten etwas in der Art besorgen? Oder würdest du mir einfach irgendetwas bringen, das mich für den Rest meines jämmerlichen Lebens heimsucht? Das wäre wirklich schön, Spinner. Wir kriegen das hin. Wir schützen uns gegenseitig. Keine Ahnung, ob du mich gerade belügst oder nicht. Aber ich erwarte von dir, dass du genau das machst. Und wenn nicht, werde ich dich heimsuchen. Haben wir da nicht gestanden? Ja. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Ich seh's mir an. Hast du was? Hi, BD1. Hilfst du mir mal? Vielen Dank. Nein.
mal jemand? Na gut. Was ist es? Eine Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Ja. Was machst du hier, Jedi? Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde. Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du... Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Fasching! Ach, verdammt. Er zittert vor Angst. Kommt schon, auf ihn!
Oh, Mist. Nein. Verdammt. Mist. Mann, Mann. Meine ganzen Punkte sind weg. Och, du Scheiße.
auch ein Stim. Boah, Mann. Das ist echt schwer. Kein Wunder, dass das mit Dark Soul verglichen wird. Respawn hat echt ein gutes Spiel gemacht, muss ich ehrlich sagen. Habe ich ihn doch noch besiegt, das ist ja gut. Ich brauche Medizin, BD1. Komme nicht durch. Wege abchecken. Thank you.
langsam wird's ja. Das ist das Problem. Immer muss ich von hinten wieder anfangen. Mann, Mann. Auch wirklich ein Stim. Danke. Kommt. Ich
Alles okay bei dir? Freut mich. Das ist gut. Kann ich jetzt erstmal speichern? Schön, dass du unversehrt zurück bist. Moment. So, das war's dann für heute. Ich hoffe, euch hat der kleine Part gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Star Wars The Fallen Order. Bye bye. Macht's gut, euer Geek Gamer 90. Ciao, ciao.